Kinos. In jeder Großstadt ein Must-Have und auch aus Münster nicht mehr wegzudenken. Wir haben uns die Frage gestellt, wie das Cineplex Münster entstanden ist und wie es hinter den Kulissen aussieht. Dazu hatten wir ein Gespräch mit Ansem Esch. Hallo, herzlich willkommen hier im Cineplex. Ich bin Ansem Esch, ich bin der Geschäftsführer der Münsterschen Filmtheaterbetriebe, die dieses wunderschöne Kino betreibt. Ich mache das zusammen mit meinem Bruder, Ansgar Esch. Und insgesamt macht unsere Firma schon seit 90 Jahren. Das Cineplex hier in Münster wurde 2000 erbaut. Das kann man sich immer sehr gut merken. Dann weiß man auch mal, wie alt das jetzt ist. Jetzt sind es schon 23 Jahre, danach sieht es hoffentlich nicht aus. Aber es ist so, das ist in der Zeit entstanden, als der große Multiplex-Boom Deutschland erreicht hat. Das kommt, wie man sich das vorstellen kann, wie fast alles, wie eben aus Amerika. Was natürlich für uns das alles Entscheidende ist, ne? Durch die Hollywood-Blockbuster und auch die Kinotrends kommen in der Regel, zumindest früher war das so in den 90ern aus den USA, mittlerweile gibt es auch viele Einflüsse aus Asien, aber ich will nicht so weit ausholen. Damals hat sich mein Vater überlegt und stark dafür eingesetzt, dass eben in Münster ein Multiplex-Kino eben nicht von einer der großen Ketten wie ihr vielleicht auch jeder kennt, so wie Cinemark, CineStar, UCI, die alles große Konzerne sind. Und bei Cineplex ist es etwas anderes. Das ist ein Zusammenschluss von 25 Familienunternehmen, die jeweils in ihren Städten Kinos betreiben. Aber damals war es wichtig, dass man eben diese Konkurrenz mit den Multiplexen annehmen kann. Und dafür braucht man eben selber eins. Und das war auch damals mit der Stadt Münster eine tolle Zusammenarbeit. Ich war selber nicht da, ich war selber noch nicht dabei, dass wir die Möglichkeit hatten, eben dieses Kino hier zu bauen. Und so ist es auch entstanden. Und deswegen ist unsere Firma und in dem Fall mein Vater Gründungsmitglied von der Cineplex-Gruppe. Aber das ist ganz wichtig zu wissen, dass das alles, dass es keine Kette in dem Sinne ist, sondern dass das ein Verbund ist, in dem wir versuchen, sozusagen gemeinsam stark zu agieren als großer Player. Also wir stehen hier jetzt gerade auf der Kinoebene, so nennen wir das zumindest, wenn wir unter den Kollegen reden, das kennen aber auch eigentlich die meisten Münsteraner. Das ist das große Kinofoyer. Hier gibt es 7 Säle, insgesamt hat das Kino 9, also 2 sind noch unten im Erdgeschoss. Unten haben wir unsere Kassenhalle, wo es früher dann die viele Kassen gab. Mittlerweile gibt es weniger, weil natürlich die Tickets online gekauft werden und das verschiebt sich so ein bisschen. Es gibt aber noch eine dritte Etage, die ist hier über uns, das ist die Rolli-Ebene, dass man eben in jedes Kino auch barrierefrei von oben reinkommt. Man kann mit dem Fahrstuhl hochfahren, das ist bei uns auch besonders wichtig, dass man da auch tatsächlich immer auch wirklich sehr gute Plätze kommt. Deswegen gibt es quasi in jedem Kino einen kleinen Rolli-Balkon. Das ist hier oben, das werden wir oft gefragt, wofür denn diese Empore ist. Genau, und hier vorne haben wir auch unseren Concession-Bereich, unsere Theken, da gibt es das Popcorn, das auch für den Kinobetreiber mit eins der wichtigsten Elemente ist, weil wir ja, natürlich da, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Kino-Pilot immer vermischen können. Und da gehört einfach Popcorn dazu. Und das ist hier, wie man sieht, ein großes Element. Nachdem wir nun mehr über die Gründung des Cineplex erfahren haben, hat uns eine Sache ganz besonders interessiert. Der Ultimate Saal 5. Jetzt sind wir hier in Saal 5 in unserem größten Kinosaal, unser Ultimate-Saal. Es gibt ja 2 davon, Saal 3 und Saal 5. Die Säle sind die beiden größten. Das hier ist aber der größere von den beiden und insofern nochmal besonders, weil er Ultimate Powered by CGS ist. Da haben wir hier ganz viele Fachbegriffe, mit denen wir um uns werfen können. Versuche ich nachher auch mal im Vorführraum nochmal so ein bisschen zu erklären, was diese Technik eigentlich ausmacht. Aber viele Dinge kann man hier jetzt schon sehen. Also zum einen sieht man ja, dass es hier relativ groß ist. Ja, es ist recht geräumig. Hinter dem schönen roten Vorhang, den machen wir nachher auch nochmal auf, ist die Leinwand. Die hat alleine so 250 Quadratmeter, damit man mal so ein Bild davon hat, wie groß das Bild ist. Also das ist ein großer Faktor. So große Kinosäle gibt es tatsächlich in Deutschland dann nicht so viele und da sind wir auch wirklich stolz drauf. Und wir haben 2018 uns entschieden, auch weil die Entwicklung in der Kinotechnik vorangeschritten ist, zu sagen, wir wollen, dass wir wirklich hier fürs Münsterland so ein Aushängeschild haben und einen technologisch im Prinzip den bestmöglichen Kinosaal machen, um vor allem für diese großen Eventfilme wie Avatar oder so, was alle jetzt, das ist der erste, den immer jeder weiß, bei dem, aber jetzt gerade läuft hier Barbie, also dafür funktioniert das dann genauso, in der bestmöglichen Form zu zeigen. Für das richtige Blockbuster-Feeling sind gleich mehrere Faktoren verantwortlich. Ein ansehnliches Bild, welches durch die neueste Projektorentechnik erzeugt wird,
das richtige Ambiente, wofür die Beleuchtung, sowohl als die bequemen Kinosessel oder die Spezial-D-Box-Sitze, die sich passend zum Filmgeschehen mitbewegen und vibrieren, sorgen, und ein fabelhafter Ton, der durch das Dolby Atmos Soundsystem, welches die Illusion erschaffen kann, dass sich die Objekte aus dem Film im Raum bewegen, ermöglicht wird. Wir wollten heute ja auch mal Bereiche zeigen, die man sonst nicht sehen kann, also ein bisschen die Geheimnisse vom Kino. Und jetzt stehen wir hier hinter der Leinwand. Liebe Kinder, nicht nachmachen, also hier sollte man niemals hingehen, hier muss man sich wirklich auskennen, sonst findet man nie wieder raus. Aber es ist vielleicht mal ganz spannend für euch zu sehen, auch wenn es auf den ersten Blick natürlich unspektakulär ist. Aber hier stehen über mir stehen die Lautsprecher in wirklich in schwindelerregender Höhe. Wenn man hier hoch will, muss man sich anketten und da hochklettern, um da vielleicht mal irgendwie die Lautsprecher abzustauben. Oder natürlich, wenn wir irgendwas reparieren wollen oder sowas. Das ist einfach eine große Dimension, was man hier dann sieht. Was besonders ist an Saal 5, ist hier sind so Metallfedern. Hier ist eine Spezialleinwand drin. Davon gibt es, glaube ich, nur 2 in Deutschland und insgesamt wenige, weil es die hochwertigste ist, die es gibt, besonders für eine 3D-Projektion. Heißt passenderweise auch Ultimate Screen. Und dafür mussten wir hier den ganzen Leinwandrahmen verstärken und überall Eisen einziehen, weil das so, weil da so viel, die mir so viel Spannung aufgehängt wird. Das sind da sowas, das kriegt man gar nicht mit, aber das kostet nicht nur viel Geld, sondern ist auch wirklich kompliziert, das in einem bestehenden Kino hinter der Leinwand sowas irgendwie einzubauen, vor allem wenn die Hälfte der Arbeiten irgendwo in 12 Meter Höhe gemacht werden muss. Von daher eigentlich ein sehr spannender Ort, aber wirklich nur für die Fachleute. Aber wie sieht es hinter den Kulissen aus? Wir begleiten Ansem Esch in den Projektorenraum, wo er uns mehr über die technische Seite des Kinos erklärt. Jetzt sind wir in meinem persönlichen Lieblingsraum angekommen. Das ist der BWR oder auch, das steht für Bildwerferraum. Ganz, ganz nostalgisch. Wir sind sowieso ganz nostalgisch in der Kinobranche. Also hier liefen früher auch noch die 35mm Projektoren zum Start vom Cineplex. Da gab es, das waren auch wirklich sehr moderne Maschinen mit einer hohen Qualität. Also viele Leute wissen das nicht, denken, das ist schon ewig digital, als es losging mit Beamern, ja, damit haben wir hier nichts zu tun. Lief noch lange der 35mm Film, weil es auch so ein hochwertiges Medium ist. Ungefähr seit 2010 ist aber deutschlandweit eigentlich alles digitalisiert und natürlich ist das mittlerweile auch nicht mehr wegzudenken. Aber wenn wir wollen, wir haben noch alte Kinoprojektoren, wir können auch noch Film zeigen, aber darum geht es heute nicht, sondern jetzt stehen wir hier vor unserer modernsten Projektionsanlage. Das ist unser CGS-System, das ist von der Firma Barco. Das sind 2 Laserprojektoren, die gleichzeitig übereinander projizieren, sowohl bei 2D als auch bei 3D. Bei 3D hat es den Vorteil, der eine macht das linke Auge, der andere macht das rechte Auge. Und wenn man dann unten die Brille aufsetzt, dann sieht das Gehirn 2 unterschiedliche Bilder und so entsteht der 3D-Effekt. Das ist vielleicht ganz, ganz spannend. Da sind natürlich Serversysteme, die dahinter laufen. Der Film wird von einem speziellen Computer abgespielt. Darauf läuft eine spezielle Filmdatei, die verschlüsselt ist, weil wir bekommen die Filme ja direkt vom Verleiher. Die berühmtesten sind Disney, Fox, Warner Brothers. Ne? Das hat jeder vielleicht schon mal gehört. Das ist das immer, was am Anfang vom Film eingeblendet wird oder die Sony. Und die schicken uns spezielle Filme. Das nennt sich DCP, Digital Cinema Package. Also bestimmte Dateien, die auch verschlüsselt sind, damit man sie nicht einfach irgendwo anders abspielen kann. Und auch wir können sie dann nur für den Zeitraum abspielen, wo wir diesen Film angemietet haben. Also das ist sozusagen das Geschäftsmodell. Und daher kommen die Filme zu uns ins Kino. Meistens kommen sie als Festplatte, weil die Dateien sehr groß sind, 500 GB aufwärts. Aber wir haben jetzt auch die ersten, ja, seit es wirklich stabile Glasfaser gibt, dass wir auch Filme wirklich übers Netz geliefert bekommen, was natürlich die Abläufe hier so ein bisschen vereinfacht. Was hier besonders spannend ist an dem Saal, ich habe ja unten schon erzählt, dass es hier ein Atmos-Soundsystem gibt. Dafür braucht man sehr, sehr viele Lautsprecher und für diese Lautsprecher braucht man sehr, sehr viele Verstärker. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die sind hinter mir. Also das ist eine 3 Schränke voller Verstärker. Im Schnitt haben die ungefähr pro Verstärker, also Endstufen sind das ja, 2000 Watt. Also man kann sich vorstellen, wir brauchen hier sehr, sehr, sehr viel Leistung. Um diesen großen Raum zu beschallen, da macht sich auch, glaube ich, keiner ein Bild von, wenn man zu Hause eine Stereoanlage hat oder ein Autoradio, da hat man 2x 150 Watt oder sowas. Ja. Also das ist einfach alles größer, aufwendiger, es produziert viel Hitze, viel Wärme, wir verbrauchen sehr viel Strom, was momentan natürlich auch eine gewisse Herausforderung für die Kinos ist, vor allem in der letzten Zeit. Versuchen aber eben mit neuen Projektoren wie diesen hier, die Laserprojektoren,
auch Energie wieder einsparen zu können. Das sind sehr viel effizientere Systeme, als es noch die Digitalprojektoren vor 10 Jahren waren. Und was hier noch besonders ist, dass eben diese Projektion, davon gibt es momentan nur 2 in Europa, die andere steht in Kopenhagen. Und wir bekommen wirklich spezielle DCPs, also spezielle Filme für diese Anlage, die hochwertiger produziert sind, hochwertiger gemastert sind und die tatsächlich nur wir hier auf unserem System so abspielen können. So hatten wir zum Beispiel auch bei Avatar, um das Beispiel wiederzubringen, wirklich eine Version, die konnte man nirgendwo anders sehen, die eben besonders helle Farben hat, besonders helles Bild, besonders tollen Schwarzwert und einfach richtig gut aussieht. Und das ist irgendwie das, was uns hier wichtig ist, dass wir versuchen, hier wirklich das Bestmögliche abzuliefern. Deswegen ist das schon die 5. Digitalprojektion, die wir jetzt hier in den letzten Jahren eingebaut haben. Also das Kino 5 ist immer State of the Art. Von daher ist es auch das, was momentan wirklich das Beste ist. Ne? Also es gibt eine Handvoll Formate, die eben diese hohe Qualität liefern. Man kennt vielleicht IMAX oder Dolby Cinema. Das sind ähnliche Systeme und da versuchen wir immer dran zu bleiben und sind da momentan auch am Puls der Zeit und werden das auch bleiben. Wir wissen nicht, was da noch kommt in den nächsten Jahren, sind aber immer bereit, damit zu gehen und wollen halt hier für Münster einfach ein Aushängeschild sein. Viele Menschen schauen Filme mittlerweile über Streamingdienste. Da kommt die Frage auf, ob das Kino in der heutigen Zeit überhaupt noch Bestand hat. Als Kinobetreiber werde ich immer ganz oft gefragt, was ich denn glaube, ob Kino noch eine Zukunft hat, was immer lustig ist, weil, also natürlich habe ich da eine Meinung zu und natürlich glaube ich, dass es eine Zukunft hat, sonst hätte ich mir besser einen anderen Job gesucht. Ich kann aber auch ein bisschen erklären, warum das so ist, weil das, glaube ich, auch immer viele Leute bewegt und interessiert, weil doch sehr viele Leute, glaube ich, an Kino hängen und es ist einfach was es schon so lange gibt. Deswegen denken die Leute, es ist was Altmodisches oder ist was Altes. Aber ich glaube, dass irgendwie genau wie ins Restaurant gehen und essen gehen, dass es einfach was Kulturelles ist, was nicht wegzudenken ist und was die Leute zusammenbringt und wo Leute was gemeinsam erleben wollen. Und das ist was man nicht woanders kreieren kann. Ne? Es ist schon so, dass es eine herausfordernde Zeit ist. Natürlich war für uns die Corona-Krise eine riesen Herausforderung. Jetzt gerade haben wir damit zu kämpfen, dass in Hollywood die Schauspieler und die Drehbuchautoren streiken und dann die Filme verschoben werden. Wir bekommen keine Ware. Der deutsche Markt alleine schafft es nicht, das Kinogeschäft am Laufen zu halten. Ist auch ein wichtiger Faktor, aber wir brauchen natürlich auch die großen Blockbuster. Und da ist man natürlich immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass Filme kommen. Und dann sagen wir, ja, aber was ist denn mit den Streamingdiensten? Nehmen die euch die Filme weg? Und das ist eine Frage, die ich immer gerne beantworte, weil die man jetzt abschließend beantworten kann, nämlich die Streamingdienste haben es eben nicht geschafft, das Kino zu ersetzen. Da habe ich einen sehr spannenden Artikel gelesen von einem amerikanischen Wissenschaftler, der das untersucht hat. Der sagte, Kino ist eine der wenigen Institutionen, der wenigen Branchen, die einen disruptiven Angriff aus der Online-Welt überlebt haben. Ne, weil durch Corona, da war natürlich, gab es Oberwasser auch für die Streamingdienste, aber jetzt merkt man schon, dass die Leute zurück wollen ins Kino und vor allem, dass das Prädikat Kinofilm doch sehr wertvoll ist. Also dass ein Film, der vorher im Kino gelaufen ist, der funktioniert auch gut im Streaming, der funktioniert gut im Fernsehen, auf Blu-ray und in der ganzen Verwertungskette. Aber dafür muss am Anfang erstmal ein hochwertiges Produkt stehen wie das Kino und von daher sag ich immer so salopp, ja, Streaming ist eher das Problem vom Fernsehen. Also da müsste man RTL und ProSieben fragen, wie die das finden. Das ist, glaube ich, fürs Kino eine Herausforderung, aber eine, die wir vor allem, wenn man gut mit dem Verleih zusammenarbeitet, meistern können. Und es wird sich immer verändern. Die Leute erwarten mehr vom Kino. Sie wollen nicht einfach nur einen Film sehen, sondern es muss ein Event sein und man kommt nicht mehr, haben wir zumindest das Gefühl, jetzt für jeden Film vom Sofa hoch, aber vor allem für die großen Filme und für die Dates und für das Ausgehen. Und wenn man was Besonderes machen will, ist es nach wie vor was die Leute gerne machen und was wir auch wirklich lieben, den Leuten zu ermöglichen. Ich gehe selber gerne ins Kino, meine Kinder gehen alle ins Kino. Und ich kenne wirklich kaum Leute, die sagen, ach nee, also Kino finde ich komplett daneben, da habe ich keine Lust zu. Und wenn das so bleibt und davon gehe ich aus, dann glaube ich, dass es Kino in irgendeiner Form immer geben wird.